Heute zeige ich euch die Anwendung vom Joli au Naturel Rosenquarzroller. Als allererstes tragt ihr ein Serum auf. Ich empfehle euch das Hyaluronserum von Joli au Naturel mit veganer Hyaluronsäure hoch- und niedermolekular. Diese wird ganz toll eingearbeitet, indem ihr einfach ein paar Tröpfchen von dem Serum verwendet. Es hat auch einen wunderbaren Duft, es klebt nicht und ist wunderbar zum Einarbeiten und spendet dazu noch viel Feuchtigkeit und verfeinert die Poren durch das Hammermeleswasser. So, es kann schon losgehen. Mit der großen Fläche des Rosenquarzrollers bearbeitet ihr, rollt, massiert ihr die großen Gesichtspartien. Ihr fahrt sozusagen die über 26 Muskeln, die wir in unserem Gesicht tragen, entlang, tut den Lymphfluss anregen und die Kollagenproduktion. Genau. Mindestens 5 bis 10 Mal. Wichtig ist die Richtung von innen, von der Mitte, Gesichtsmitte nach außen, Richtung Lymphe. Für die Augenpartie habt ihr die etwas den kleineren Stein. Hier kommt ihr richtig schön an den kleinen Augenfältchen entlang. Genau. Ein besonderes Highlight ist hier diese Augenbrauenpartie zu liften. Und zwar geht ihr unter der Augenbraue entlang und streicht immer wieder nach außen. Ihr werdet es nicht glauben, aber ihr werdet einen Sofort-Lifting-Effekt entdecken oder sehen. Genau. Das tut auch richtig gut. Man merkt auch schon direkt, der Blick geht weiter. Und für die Zornesfalte haben wir hier auch die Möglichkeit, diese auch zu eliminieren, indem wir ganz mit leichtem Druck, aber immer wieder mit einer kleinen Bewegung darüber gehen und mal nach oben ausstreichen. Das ist wunderbar. Auch wenn man Kopfschmerzen hat, kann man da super seine Kopfschmerzen eliminieren und vor allen Dingen die Fältchen bekämpfen. Genau. Hier oben empfehle ich wieder die größere Rolle. Genau. Und das ist auch wunderbar. Also ich empfehle jeden Tag, sich mindestens 5 Minuten für diese Hautpflegeroutine zu gönnen. Es ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Diese Gesichtshälfte ist jetzt wunderbar aktiviert, ist durchblutet. Ich spüre richtig, wie es kribbelt. Das macht ihr natürlich auch auf der anderen Gesichtshälfte. Genau die gleiche Bewegung. Und was auch ganz toll ist, hier dem Hals entlang den Roller zu bewegen. Mit ganz sanften Bewegungen, nicht viel Druck. Und dann hier über die Brust von der Mitte nach außen ausstreichen. Das war's schon. Ich hoffe, ihr habt tolle Wohlfühlmomente. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Und wünsche euch einen wunderbaren Tag.